Leute, herzlich willkommen zum Seelenreitentag Nummer 98. Ja, werde ich Hallo sagen? Doch. So, heute geht es dann ja wieder weiter mit Sabine Klett auf. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Teile ich davon noch bekomme. Ich denke mal, bis Teil 10 komme ich denke ich mal noch, weil ein bisschen was gibt's noch. Und ja, und dann sehen wir uns nachher auch noch beim Update. Also erstmal bei Fairwell und dann beim Update. Ja, da bin ich mal gespannt, was beim Wolkenland ist, ob sich da irgendwas verändert hat und so. Und ja, ihr kennt ja das Prozedere. Bis gleich bei der Nachbetonung. So, jetzt willkommen zur Nachbetonung. So, gestern hatten wir es ja auch über den Suizidfall und so weiter und über gewisse Symptome weiterhin und über Stress, über Auslöser und so weiter. So. Und zwar habe ich noch beim Stress als Auslöser habe ich noch einen kleinen Text vergessen, und zwar: Tatsächlich berichten Menschen mit Depressionen häufig von schweren Ereignissen vor Ausbruch der Krankheit. In vielen Fällen taucht eine Depression aber auch scheinbar aus dem Nichts auf. Das heißt, eine Depression kann auch einfach, ja, dann denke ich mal auch vererbbar sein und braucht keinen gewissen Auslöser, sondern es liegt einfach in den Genen drin, wie ich das ja auch schon sagte, denn Depression kann man ja auch vererben. Und ja, bevor ich aber weitermache, kleiner Hinweis. Nicht wundern, wenn ich nach dem Hinterniskarussell ein bisschen durch die Gegend springe, weil mir ist halt aufgefallen, dass das NSK im leichten Galopp so dermaßen abgehackt aufkommt. Guckt da bitte auch mal nach und guckt mal, ob euch das genauso auffällt oder ob ihr einfach nur blöd war. Weil das ist irgendwie beim Sprung so abgehackt gewesen. Beim Aufkommen, fand ich irgendwie. So, aber jetzt erstmal weiter zum Thema. Negative Denkenmuster. Es sind nicht immer das Schicksal oder die Gene. Auch persönliche Lebenseinstellung hat einen Einfluss auf das Depressionsrisiko. Menschen, die schlecht von sich über die Welt denken und für die Zukunft schwarz sehen, erkranken eher. Ein gutes Selbstwertgefühl und Optimismus schützen hingegen vor Depressionen. Dafür kann man etwas tun. Negative Denkmuster und Vorstellungen lassen sich durch entsprechende Übungen positiv verändern. Das heißt, ja, solltet ihr jetzt eine Ausbildung gehabt haben, so wie ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel so eine Phase gehabt, da kann ich jetzt wieder von mir erzählen, und zwar habe ich hier eine Ausbildung gehabt, lief alles soweit gut und so weiter, ich hatte nur das Pech, dass ich halt öfter Chefwechsel hatte und mit meinem letzten Chef halt nicht mehr so gut klar kam, und ja, dadurch habe ich halt dann auch Motivation verloren und so weiter, dadurch sind natürlich die Leistungen auch schlechter geworden, was ich bis jetzt bereue, aber kann man nichts ändern, ich war damals noch jung und halt noch ein bisschen naiver. So, zum Thema, warum ich das erzähle. Ich habe halt, wie gesagt, die Ausbildung bestanden. So ist es nicht. Also ich habe sie bestanden, nicht abgebrochen und so weiter. Nur danach ging es halt bergab. Ich habe keine Stelle mehr gefunden. Also ich habe keine Stelle mehr gefunden und so weiter. Dann dazu hatte ich auch noch so körperliche und private Probleme. Körperliche in Bezug auf Zähne. Ich hatte halt übelst schiefe Zähne damals und habe dadurch natürlich mich auch schon scheiße und schlecht gefühlt, weil ich mich halt nicht getraut habe, meine Fresse aufzureißen. Ich hatte Zahnspange und jetzt selbst nach 3 Jahren Zahnspange tragen, wo die Zähne jetzt besser sind, habe ich immer noch Schiss, meine Fresse zu öffnen manchmal. So Schiss zu lächeln und so. Und ja, es hat mich halt damals so dermaßen eingeschränkt, dass ich halt dann dadurch natürlich nicht hier auf Arbeit gefunden habe und so weiter. Das klingt vielleicht wie eine Ausrede, aber es hat mich halt damals richtig belastet. So wie halt andere jetzt zum Beispiel ein dicker Bauch belastet hat, was man ja ganz einfach durch Sport und so weiter wegbekommen könnte, ist halt das mit den Zähnen halt ja nicht so. Das sieht man nicht einfach so gerade. Und ja, das hat mich halt auch negativ denken lassen, und da hatte ich halt auch dann, ich sag mal, gewisse Denkweisen und gewisse Denkrichtungen von wegen, ich habe keinen Bock mehr, ich will aufhören. Hatte mir auch schon einen Plan gemacht und so weiter, was ich damals machen wollte, den ich aber jetzt nicht erzählen werde, weil ich will niemanden anstiften, deswegen erzähle ich das nicht, aus Schutz vor denjenigen, die das gucken, die mein Depressionsthema sich anhören. Jedenfalls, Leute, habe ich es geschafft, da wieder rauszukommen, indem ich mich an meine Familie gewandt habe und auch an Familie, an Freunde und mich halt auch mit Therapien halt auch über Wasser gehalten habe. Ich war auch immer in einer Therapie und habe dann über meine Probleme gequatscht, und es hat mir tatsächlich geholfen. Also es war jetzt nicht so, dass das nichts gebracht hat, es hat tatsächlich was gebracht.
Klar, es trifft jetzt nicht bei jedem drauf zu. Manche sind halt dann, die müssen halt auch ein bisschen selbst mitarbeiten, weil ich habe halt zum Beispiel einen Kommentar halt von einem Zuschauer halt gelesen, halt von der Moon Angel. Ich will da jetzt nicht detailliert drauf eingehen, was sie geschrieben hat, ihr könnt das dann nachlesen. Was nur halt ist, dass halt natürlich der Mensch, der Betroffene selbst natürlich am meisten arbeiten muss, um das loszuwerden. Und wenn der Betroffene nicht will, dann klar, kann es natürlich auch nichts bringen, eine Therapie anzufangen. Also es muss zu 90% muss das von einem selbst kommen, dass man das loswerden will, dass man dran arbeiten will. Der Rest ergibt sich, die restlichen 10% ergibt sich dann aus dem Therapeuten und aus den Aufgaben, aus der Therapie an sich und aus dem Therapeuten. Aber 90% muss der Betroffene selbst leisten natürlich dafür, um das loszuwerden. So, aber jetzt lese ich erstmal weiter. Und zwar, weibliches Geschlecht. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig an einer Depression wie Männer. Mögliche Erklärung ist, dass Frauen aufgrund hormoneller Schwankungen gefährdeter sind. Beispielsweise vor der Menstruation, also vor den Days, vor den Regeln, vor der Scheiße, vor der monatlichen Kacke, vor der Erdbeerwoche. So, für welche, die nicht wissen, was das ist. Starke hormonelle Veränderung bringt auch eine Schwangerschaft mit sich, die bei einigen Frauen in eine Schwangerschaftsdepression führt. Die sogenannte Wochenbettdepression oder postpartale Depression trifft ebenfalls viele Frauen. Auch ein niedriger sozioökonomischer Status ist ein Risikofaktor für Depressionen. Es leben mehr Frauen in Armut als Männer. Also praktisch heißt es, Frauen, die wenig verdienen, die sich nichts leisten können und so weiter, die halt wirklich jeden Cent umdrehen, erkranken halt öfter, weil sie halt gerne Luxus haben wollen und es halt natürlich nicht geht und so. Und halt in Bezug auf Schwangerschaftsdepression ist halt eine Schwangerschaft ist halt ein körperlicher Akt, weil der Körper verändert sich, man wird dicker, aufgrund, dass das Kind halt wächst, dadurch wird natürlich das Selbstbild anders, man kommt sich dicker vor, als man ist dann in der Schwangerschaft. Man ist natürlich leichter gereizt, weil, ne? Kennt man ja. Man fühlt sich halt schlechter, man fühlt sich dicker, man fühlt sich schwerer, man fühlt sich einfach scheiße, wenn man schwanger ist. Also ich war nie schwanger, aber ich habe halt meine Mutter halt zu dem Thema halt mal gefragt, weil ich halt wusste, es kommt in diesem Thema vor und sie hat mir es halt erzählt und so, dass sie halt auch dachte, dass sie dicker ist, als sie eigentlich ist und dass sie halt hässlicher aussieht und so weiter. Und das sind halt Sachen, die natürlich dann zu einer Depression führen können. Und so weiter. Deswegen sind halt gerade Schwangere und stressempfindliche Leute halt sehr betroffen. So. Hinzu kommt, dass Depressionen bei Männern seltener entdeckt werden. Manche scheuen sich, Schwäche zu zeigen und Hilfe zu suchen. Sie haben aber auch zum Teil untypische Symptome wie aggressives und exzessives Verhalten. Das habe ich ja letztens schon erzählt. Aggressives Verhalten erklärt sich auch von selbst, indem sie halt zu Schlägern werden, sage ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und exzessiv Verhalten, indem sie zum Beispiel mehr trinken oder mehr rauchen. Das habe ich ja im letzten Video schon erklärt. So, körperliche Erkrankung und Depression. Auch manche körperlichen Krankheiten können eine Depression begünstigen. Besonders Erkrankungen des Gehirns und Hormonstörungen wie eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion beeinflussen die Gefühlswelt. Beim Cushing-Syndrom werden beispielsweise zu große Mengen an Cortisol in die Nebennierenrinde ausgeschüttet. Folge ist oft eine depressive Phase. Schwere und chronische Krankheiten sind zudem eine Dauerbelastung für die Psyche. So entwickeln Menschen, die unter Krebs, schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes leiden, häufig Depressionen. Möglich ist auch, dass die zur Behandlung eingesetzten Medikamente oder mit der Krankheit verknüpfte psychologische Prozesse das Depressionsrisiko erhöhen. Ja, also es gibt ja auch manchmal Nebenwirkungen, zum Beispiel bei Medikamenten, dass man sich halt scheiße fühlt, auf Deutsch, dass man halt dann sich schlechter fühlt oder halt weniger schläft oder sogar vermehrt schläft und so weiter oder halt auch ein bisschen hibbelig wird und stressig wird und so weiter. Ne? Deswegen, das sind halt solche Sachen. Und halt natürlich, wer unter Krebs leidet, der verliert natürlich auch dann seinen Lebenswillen, weil er denkt, es ist eh bald zu Ende, was soll ich noch, ne? Das ist halt auch natürlich
eine Sache, wo man natürlich trotzdem versuchen sollte, nicht aufzugeben, auch wenn das halt hart klingt. Ich bin kein Patient in der Richtung. Ich bin in dem Sinne gesund. Ich habe nur eine, ich habe auf in Anführungsstrichen nur ein Rückenleiden, was mich aber halt auch einschränkt in Sachen Arbeit und so weiter, weil ich halt nicht viel, weil ich nicht doll heben kann und so. Klar, trotzdem bin ich natürlich fähiger, jetzt arbeiten zu können, als jetzt ein Krebskranker und so weiter. Deswegen versuche ich das halt so sachlich wie möglich und so neutral wie möglich alles zu behandeln, was ich hier erzähle, ne? Ohne großartige Vorurteile zu erzeugen und so weiter. Umgekehrt kann eine Depression den Verlauf solcher Erkrankungen ungünstig beeinflussen oder in manchen Fällen sogar ihre Entstehung fördern. Bei einer solchen Kombination aus körperlich und seelischen Erkrankungen gilt es also immer, das psychische und das körperliche Leiden gleichermaßen zu behandeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man ist jetzt krebskrank, dann sollte man natürlich versuchen, weiterhin positiv zu bleiben, indem man dann versucht, Sachen zu erleben, die man erleben möchte, indem man auch die Familie und so weiter unterstützt, aber natürlich auch versucht, die Psyche natürlich auch dann zu begünstigen. Wie gesagt, indem man halt positive Erfahrungen erlebt und so weiter. Es ist schwierig, es ist natürlich schwierig, dass wenn man jetzt weiß, man stirbt jetzt in 3 Wochen oder in 3 Monaten oder in einem Jahr, ist es natürlich schwierig, seinen Lebensmut zu behalten. Aber ich sag mal so, für die Angehörigen ist das auch nicht leicht, wenn die halt wissen, sie verlieren auf Zeit irgendwann den geliebten Menschen. Deswegen muss man sich gegenseitig unterstützen, sowohl die Angehörige den Betroffenen, als auch die Betroffenen die Angehörigen. Da es halt für beide am Ende schwer ist bei der Sache. Und auch bei depressiven Leuten. Man muss halt natürlich aufpassen, dass man auch die Angehörigen natürlich auch versucht, irgendwie zu helfen. Und halt nicht nur den Depressiven selbst. Dass man die Angehörigen da vorbereitet und so weiter. So, das war's heute mit meinem Talk. Ich habe die Draconium-Mission gleich geschafft. Endlich. Und ja, wie ihr gleich merkt, ist mir gleich ein richtig lustiger Fehler unterlaufen. Und deswegen hören wir uns gleich wieder in Echtzeit. Bis gleich! Okay, Leute, ich habe es jetzt erst voll spät mitbekommen gerade, dass ich jetzt fast wegen einer Jute fast die Mission verkackt hätte, weil ich ja fast aus dem Bereich gegangen wäre. Ups! Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Wenn wir jetzt im Nachhinein erst auf, das wäre Wasser. Ja, egal. Ich hab's ja noch geschafft. So. Jo. Wir sind jetzt bei der 15.000 Marke angelangt. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre schon bei der 15.000, aber das war die 16.000 oder 17.000. Jetzt brauchen wir noch offiziell 15.000 Punkte, dann haben wir es. Ich glaube immer noch nicht, dass ich bis zum 11. schaffen werde, da ich ja jetzt auch Missionen verhauen habe, ja, letztens Draconium und dann ja gestern noch ausfallen musste. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns definitiv gleich jetzt mal bei Fairer und dann beim Update. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, dann euch mal diese schöne interaktive Karte anzugucken, denn da ist ja so eine Karte. Jetzt im Ladebildschirm, da könnt ihr euch ja Events und so weiter kommende Events angucken. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und ja, vielleicht macht es sowas ja jetzt auch immer mit so einer interaktiven Karte. Aber naja, jetzt sehen wir uns gleich erstmal bei Fairer und dann sehen wir uns beim Update. Tschüss!